für die Gedenken, das Hochzeitsfest zu feiern, so habt ihr sie zu begrüßen mit kräftigem Jubelgeschrei und Handgeklopfer. Wir feiern ein zweitägiges Fest, wo Prüfungen stattfinden werden, um einen ehrenvollen Mann für die vielmündige Elisa Peter zu gewinnen. So schaut und werdet euch freuen. Jubel! So sei nun offiziell dies Fest eröffnet, mögen die Tage trockener werden und das Hoch mal wieder trocken. Leximus! Wacker! Wacker, Wacker! Wacker, zweitägigen Fest anlässlich der bevorstehenden Vermählung unserer Tochter. Der Bräutigam wird sich heute noch in mehreren Prüfungen beweisen müssen, auf dass wir heute Abend mit euch die Vermählung feiern und morgen das Feste ausklingen lassen. Wir wünschen euch ein einigermaßen trockenes Fest. Füllt euren Ranzen, unsere Säckel, auf dass das Volk unterhalten werde. Hört, hört! Nun wollen wir viele Liebgäste willkommen heißen, die nicht die Mühe gescheut haben, trotz dieses Wetters hier bei uns anzusprengen. Zu Führers wollen wir grüßen unseren Bürgermeister zu Koling. Wir haben ihn noch nicht erblickt, aber er ist sicher irgendwo unterwegs. Wir danken natürlich unseren Sponsoren Kaiserbier für die großartige Hilfe und der Versicherung Generali in Vertretung von Herrn Faller. Ritterschaften sind angesprengt, unsere Ritterschaft, die Gutachter zu Golling, und sollten sich noch einige andere eingefunden haben, seien Sie auch herzlich willkommen. So, jetzt begrüßen wir den größeren Teil, die hier alle lagern. Zuvörderst Germanitas Ferri. Draconis Cognatio. Jubel! Ja dann, verneiget euch. Man hat diesen Führer gehen, okay, wenn der Herrin komplett recht, hast du den Wunsch der Herrin nicht vernommen? Ihr sollt der Führer kommen und im vor. Stammrad suhlen! Einmal auf die Knie! Ja, er auf die Knie! Ja, die Herrin hat's befohlen! Ja, die Herrin! Nein, das reicht, ich hab euch nur raus! Und ich war sehr untertänig, das ist okay. Machen wir! Dann haben wir! Heißen wir willkommen
Freipark zum steirischen Landen. Ja! Wollt ihr vortreten? Oh, die Steirer sind es hier gewohnt. Jetzt geht es. Als nächstes das Kärntner Gsindel. Als nächste Gruppe Milites Conductionis Rumpia. Wollt ihr auch hier vortreten? Komplizierter Name. Ja, ein bisschen stolperständig. Du mich ärgern. Ihr seid Stepgang, gell? Die nächste Gruppe ist Zapere Aude. Aber nicht in das Holzscheite so schlage, mein Freund. Wen meinst du? Den Hinterhäuschen. Ja. Wir rufen das Volk von Loya. Ja. Wollt ihr vortreten? Wir haben euch nicht so. Die Weiber sind sauber und die Männer dann wasch. Die Herrin wünscht zu wissen, von wo ihr kommt. Von da? Wo der Regen herkommt. Lauter nochmal, was habt ihr gemacht, die zwei Männer? Es ist nicht so untypisch. Ihr dürft euch entfernen. Wir rufen Gargoyles Wacht. Juhu! Was haben die für Kinder, die passt auf? Gargoyles Wacht, die vergessen machen. Ja, die Uhrtürer. Mit eigener Sirene. Ah. Ja. Zu zweit haben sie angefangen. Weiters heißen willkommen, Skildvolk. Juhu! Ein paar Weiber fehlen noch, die haben wir im Zelt lassen, weil es war wirklich vieles gut. Ja, leider. Also ich fall von der Hochzeitsbewerbung aus. Wird nichts mehr. Hocherbietung. Also ich bin geknechtet von meiner Frau, bitte nicht noch eine Unterwerfung. So seid willkommen. Danke. Als nächstes wollen wir begrüßen unsere lieben Freunde, jahrelangen Freunde und Mitstreiter, den Clan der McGrellis. Hey! Jubel! Mehr Begeisterung. Auf dich, Schnee. Nein, doch nein. Ich verstehe dich. Weiters heißen wir willkommen den Nordmannstamm. Männer, eine Frau. Sind wir nicht zum Plündern gekommen? Ach so. Zum Plündern? Sind sie nicht gekommen, glaube ich. Nur nicht. Wir machen noch eine halbe. Was? Nein, das Ding so. Ein volles Ding zusammenrahmen. Ich will weg, Mann. Das Ding so. Auch herzlich willkommen heißen von mir Björn Volk. Jetzt kommt der Sinn. Die haben einen Kampfpunkt dabei. Das Angebinde könnt ihr hier abgeben. Nur persönlich. Saurs aus der freien Kelten.
Bitte darum! Mehr gibt's nicht. Aber den Bands kannst du trotzdem drin lassen. Na. So kalt ist es nicht. So kalt ist es doch nicht. Doch. So ist unsere Liste wohl geleert. Wir haben keine Gruppe mehr hier stehen. Doch sollen wir jemanden vergessen haben, sei natürlich auch dieser herzlich auf unserem Feste willkommen geheißen. Poeta Magica auf die Bühne.